damit wir mal wegkommen von diesem Beta-Zustand, immer im Außen orientiert zu sein, sondern mal zurückkommen in einen sogenannten Alpha-Zustand, wo unser Gehirn auch mal in eine andere Schwingung kommt. Und das ist so immens wichtig, sich täglich wenigstens nur ein paar Minuten Zeit zu nehmen und zur Ruhe zu kommen, so wie wir das ja hier auch machen, Innenschau zu halten und sich unter anderem eben auch dem dritten Auge der Zirbeldrüse zu widmen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir am Sonntagmorgen um 8 Uhr. Mal schauen, wer hier schon hellwach, topfit und voll guter Energie ist oder sich jetzt noch schon Inspirationen und Aspekte hier holen möchte. Morgenstund hat Gold im Mund. Es ist noch gar nicht so richtig hell bei uns hier heute Morgen. Ja, wie heißt das? Der frühe Vogel fängt den Wurm oder so irgendwie. Also, wunderschönen guten Morgen. Vielleicht magst du mir mal ein Herzlein, einen Daumen hoch schenken, damit ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin. Gerne auch ins Kommentarfeld was reinschreiben zu dem Beitrag, wie hilfreich er für dich ist, damit ich auch weiß, dass die Übertragung hier funktioniert oder dass du dabei bist überhaupt. Muss mal eben noch nach dem Lautsprecher hier schauen. Ja, okay. Gut, wunderbar. Ja, dann lass uns starten. Heute beschäftigen wir uns, ich würde fast sagen, mit unserem zweitwichtigsten Organ neben dem Herzen. Und dieses Organ ist allerdings arg in Vergessenheit geraten. Ist auch von etwa 3 Zentimeter, es ist ein ganz kleines Organ, ist auch von 3 Zentimeter auf wenige Millimeter geschrumpft, die letzten, ja, Jahrtausende. Das ist so eine unvorstellbare Zahl, wenn man davon spricht, Jahrtausende. Wir können uns Jahrhunderte schon kaum vorstellen. Und diesem Organ wird eigentlich gar keine Beachtung mehr geschenkt. Und dabei ist es so immens wichtig, dieses Organ zu aktivieren, zu stimulieren, wenn man sich auf den Weg begeben möchte, zu sich selbst, in die Selbstwahrnehmung kommen möchte, sein Selbstwert, die Liebe zu sich selbst, in die Wahrnehmung mehr kommen möchte. Und alles, was mit dem Selbst, mit der Selbstfindung einfach zu tun hat, dann ist es einfach hilfreich, sich mit diesem Organ zu beschäftigen, es wieder zu stimulieren, zu unterstützen und zu fördern. Und zwar spreche ich von unserem dritten Auge hier, von unserer Zirbeldrüse. Die hat sich nachweislich in den letzten Jahrtausenden zurückgebildet. Da sitzt allerdings unsere Telepathie, unsere telepathischen Fähigkeiten. In der Zirbeldrüse wird Melatonin und Serotonin, das sind zwei Hormone, das sind Transmitter, Entschuldigung, die werden da gebildet. Und Serotonin ist ein Glückshormon, das du, das habe ich glaube ich in einem der vorhergehenden Challenges schon mal erwähnt, dass du im Übrigen auch damit von der Produktion her unterstützen kannst, indem du lächelst, gehe ich nachher noch drauf ein. Und es wird, wie gesagt, in der Zirbeldrüse gebildet, unser Glückshormon. Und Melatonin wird da auch gebildet. Melatonin ist verantwortlich für unseren Wach- und Schlafrhythmus. Deshalb ist es zum Beispiel so wichtig, dass du nachts auch in einem völlig abgedunkelten Raum schläfst, weil da die Produktion von Melatonin, das hat auch noch unter anderem was mit unserer Thymusdrüse zu tun, aber wir sind ja jetzt mal bei der Zirbeldrüse beim dritten Auge. Das ist eh so ein Krisenpaket, wo wir uns den ganzen Tag mit beschäftigen könnten. Ich gebe dir jetzt einfach nur mal so die wesentlichsten Punkte zu diesem Thema weiter. Habe mir auch ein paar Notizen gemacht, damit ich da nicht so ein paar wesentliche Punkte, die ich mir rausgegriffen habe, jetzt noch vergesse. Ja, und Melatonin und Serotonin, die werden da gebildet und sie sind immens wichtig, wenn wir uns unserem Selbst
näher kommen wollen, wenn wir uns selbst verwirklichen kommen, ja, uns selbst Anerkennung schenken wollen. Es ist alles irgendwo so eine grundlegende Basis, sage ich jetzt mal. Und ich habe eben von telepathischen Fähigkeiten gesprochen, die haben wir alle verloren. Deshalb sagen im Übrigen die Aborigines auch von uns, dass wir die veränderten Menschen sind. Denn wenn wir uns irgendwo verabreden müssen, möchten, hier auf Facebook, auf dem YouTube-Kanal live zu sein zu einer gewissen Uhrzeit oder uns irgendwo zu treffen in einem Café oder nach Hause einzuladen, Freunde zum Geburtstag, zu einer Familienfeier, egal was, dann müssen wir irgendein Medium nehmen, wie das Telefon, Brief könnte man auch nehmen, dauert zu lang, ist altertümlich. Aktuell in unserem jetzigen Zeitalter ist es eine SMS schreiben oder über WhatsApp sich irgendwie zu verabreden. Die Aborigines sagen deshalb zu uns, dass wir die veränderten Menschen sind, weil wir ein solches Medium brauchen, um uns zu verabreden. Die Aborigines haben ihre natürliche Fähigkeiten in der Richtung noch erhalten und deren Zirbeldrüse hat sich wohl nicht durch die Lebensumstände, die wir uns hier angeeignet haben, ich gehe da gleich noch drauf ein, so zurückbilden lassen, dass sie einfach in ihrer Wahrnehmung sind, ihre telepathischen Fähigkeiten nutzen, um sich irgendwo zu verabreden. Die brauchen kein Handy und WhatsApp und Co. Ja? Und daran wird auch einfach deutlich, wenn du deine Zirbeldrüse wieder aktivierst und vielleicht auch noch ein paar unterstützende Maßnahmen nutzt, um sie zu reinigen, zu entkalken, zu fördern wieder, dann ist das ein ganz, ganz großer Schritt, zu dir selbst zu kommen, weil du dann einfach auf eine andere Art und Weise Wahrnehmungen hast oder wahrnehmen kannst, Vertrauen letzten Endes entwickelst, weil du genau weißt, dass was du wahrnimmst, das ist auch das, was zu deiner Realität werden darf oder kann oder was so deine nächsten Schritte sein können auf dem Weg zu dir selbst. Du hast einfach ein Vertrauen da rein, du weißt es einfach. Und im Hinblick auf das Visualisieren deiner optimalen Zukunft, wie dein Selbstbild, zu dem du dich ja entwickeln möchtest, ausschaut, dann ist es natürlich auch sehr förderlich, wenn die Zirbeldrüse aktiviert ist. Damit hast du einfach auch eine bessere Vorstellungskraft. Ja? So, also Melatonin, Serotonin habe ich schon erwähnt. Ja, wie groß sie ist, habe ich auch schon. Ja, warum ist denn die Zirbeldrüse denn, hat sich die denn so zurückgebildet die letzten Jahre? Das hat ganz einfach was mit unserem inzwischen unnatürlichen Lebensrhythmus zu tun. Wir leben inzwischen alle nicht mehr im Rhythmus der Natur, sondern im Rhythmus von aufgepressten Zeiten von außen. Was meine ich damit? Wir werden nicht morgens wach, weil ja, wir genug geschlafen haben, weil es jetzt einfach Zeit ist, aufzustehen, sondern wir werden irgendwann von einem Wecker, von irgendeinem Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Und wir gehen abends nicht zu Bett oder haben überhaupt nicht mehr den Schlafrhythmus, wenn wir denken, so jetzt braucht mein Körper Schlaf, jetzt gehe ich zu Bett oder wir gehen zu Bett, weil es einfach draußen dunkel wird, also in diesem Rhythmus zu schlafen. Im Winter ist es ja schon um 5 Uhr dunkel, da haben wir immer noch volles Programm um 5 Uhr und gehen dann irgendwann abends zu Bett. Und haben auch tagsüber, wenn wir das Gefühl haben, uns mal ja eigentlich zurückzuziehen und mal ein kleines Schläfchen zu halten. Also in diesem Rhythmus, wie die Tiere das noch sind, wenn die in der Wahrnehmung sind, sie möchten jetzt einfach mal sich zurückziehen und schlafen, dann tun sie das. So haben wir eigentlich uns einen völlig unnatürlichen Lebensrhythmus angeeignet. Durch Elektrosmog, Umweltbelastung, hat die Zirbeldrüse sich zurückgebildet. Durch unsere Ernährungsweise, wenn wir Fertigprodukte essen, da sind so viele Stoffe, E-Stoffe und Co. drin, die einfach dazu führen, dass die Zirbeldrüse sich zurückgebildet hat und nicht voll in ihrer Funktion ist. Da gehören aber auch Stoffe dazu, wie Fluorid zum Beispiel, dass wir überwiegend durch täglich
wenigstens zweimal zu uns nehmen, nämlich das ist in unseren Zahnpasten drin. Das wirkt sich arg, arg negativ auf unsere Zirbeldrüse aus. Was noch? Tierische Fette sind auch ganz, ganz wenig förderlich für unsere Zirbeldrüse. Tabak, Alkohol, Strahlung und natürlich, als Stichwort habe ich mir hier noch aufgeschrieben, Mangel an spiritueller Praxis. Und das ist genau das, warum wir hier in dieser Challenge auch damit einsteigen und erstmal unsere Chakren durchgehen, uns in dieser spirituellen Praxis üben, mal die Augen schließen, Kontakt mit diesem entsprechenden Chakra aufnehmen und es energetisieren und reinigen, damit wir mal wegkommen von diesem Beta-Zustand, immer im Außen orientiert zu sein, sondern mal zurückkommen in einen sogenannten Alpha-Zustand, wo unser Gehirn auch mal in eine andere Schwingung kommt. Und das ist so immens wichtig, sich täglich wenigstens nur ein paar Minuten Zeit zu nehmen und zur Ruhe zu kommen, so wie wir das ja hier auch machen, Innenschau zu halten und sich unter anderem eben auch dem dritten Auge der Zirbeldrüse zu widmen. Wir machen da jetzt gleich auch noch eine Übung dazu, aber ich möchte dir auch noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, wie du deine Zirbeldrüse jetzt nochmal auch zusätzlich zur spirituellen Praxis aktivieren kannst. Warum du es machen solltest, ich denke, das ist deutlich jetzt geworden. Zum einen kannst du es ganz einfach machen, indem du, ich sehe diese Anleitung jetzt bitte aber auch so als Puzzle. Nimm dir so zwei, drei Dinge raus, die sich jetzt für dich einfach gut anfühlen. Was ich dir auf jeden Fall aber empfehlen würde, ist die spirituelle Praxis, sprich Innenschau zu halten in der Richtung, dich auf deine Zirbeldrüse, bestenfalls noch auf alle Chakren, auf alle sieben Hauptchakren für eine kurze Weile zu konzentrieren, die Aufmerksamkeit dahin zu richten. Die Zirbeldrüse kannst du auch zusätzlich noch aktivieren, indem du zum Beispiel einen Finger nimmst und in Richtung deines Herzens kreisende Bewegung machst. Die befindet sich hier zwischen den Augenbrauen und indem du mit einem Finger für eine kurze Weile kreisende Bewegungen machst in Richtung deines Herzens, dann kannst du dir das am besten merken. Damit kannst du die Zirbeldrüse stimulieren wieder und sie unterstützen in ihrer Aktivität. Dann kannst du hingehen, Kurkuma mal mehr in deinen Speiseplan nochmal aufnehmen. Dann natürlich bitte auch auf eine nicht belastete Bioqualität achten. 1 Gramm Kurkuma am Tag reicht schon aus, um die Zirbeldrüse zu unterstützen. Du kannst mal schauen, dass du dich weniger der Strahlenbelastung aussetzt. Also, was ein No-Go ist, ist zum Beispiel ein Handy direkt am Ohr. Bitte unbedingt dann entweder über Lautsprecher oder eben über Kopfhörer telefonieren oder etwas anhören. Handy und Co. auch mal wieder ein bisschen mehr aus als anmachen, zumindest nachts. Das Heftigste, was du dir antun kannst, deinem Körper, ist, wenn du nachts das Handy irgendwo an deinem Schlafplatz liegen hast und das die ganze Zeit Strahlen empfängt, die sich ja dann auch gerade in diesem beruhigten Zustand auf deinen Körper weitere Impulse senden und quasi unser Gehirn grillen. Ich sage es jetzt einfach mal so. Womit du die Zirbeldrüse noch unterstützen kannst im Hinblick auf die Reinigung. Ich gehe jetzt nicht auf die speziellen Dinge hier ein, das würde den Rahmen sprengen. Such dir das raus, was dich gerade anspricht, und da kannst du ja googeln nach diesen Dingen. Das ist zum einen Bentonit, das ist Zeolit, das ist Spirulina, das ist Chlorella oder ein ganz natürliches Kraut. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich habe es mir hier notiert. Mein Gott, ich liebe dieses Kraut und hasse das Kraut gleichzeitig, in Anführungsstrichen, weil ich es vom Geschmack her mag und doch nicht mag. Aber das zeigt mir einfach, dass es so, so wertvoll für meinen Körper ist. Im Übrigen, die Kräuter, die du zu dir nimmst, die dir ja vom Geschmack her vielleicht sogar ein bisschen widerstehen, die sind am wertvollsten für dich. Und zwar ist es Koriander. Jetzt habe ich den Namen nochmal.
Genau, also mit Koriander kannst du auf natürliche Art und Weise entgiften und eben auch deine Zirbeldrüse unterstützen. Ich bin ja eh immer ein Freund von natürlichen Dingen und das ist einfach ein Küchenkraut, dass du jetzt, ja, schau mal in gut geführten Lebensmittel- und Biomärkten, ob du es frisch bekommst. Das ist die allerbeste Variante und im Frühjahr, Sommer dann eben im Garten anpflanzen oder es dir in einem Topf holen. Genau. Womit kannst du es noch unterstützen? Sonne tanken. Wenn die Sonne denn wieder scheint, schau mal ganz bewusst die Sonne an und genieße mal und stell dir mal vor, wie du die Kraft und die Energie der Sonne in dich aufnimmst, in deinem ganzen Körper aufnimmst, indem du vielleicht auch Vitamin K und Vitamin D supplementierst. Lausch einfach in dich hinein, wie sich das für dich anfühlt, aber bitte auch immer auf eine gute Qualität achten. Regelmäßige Saunagänge sorgen auch dafür, dass du entgiftest, entschlackst und somit auch deine Zirbeldrüse unterstützt. Und Schlaf in absoluter Dunkelheit, habe ich eben schon erwähnt, aber auch was ganz Tolles, was ich dir auf jeden Fall als Stimmungsaufheller ans Herz legen möchte, indem du mal wieder zwischendrin immer mal wieder anfängst, ein Liedchen zu trällern. Fang mal an zu singen, in der Badewanne, beim Duschen oder einfach so, wenn du dabei bist, das Essen für die Family zuzubereiten, wenn du im Auto unterwegs bist, leg deine Lieblingsmusik auf und sing einfach mal mit oder trälle einfach so ein Liedchen, das du noch kennst. Meine Generation, zum Teil gehörst du ja auch dazu, die kennen noch solche Volkslieder, solche Wanderlieder, wie aus der Mundorgel heißt das, glaube ich, die gibt es heute bestimmt auch noch. Also fang einfach mal an, solche Dinge, trau dich für dich alleine mal wieder zu trällern. Und damit wirst du merken, wie du dich in eine andere Stimmung einfach versetzt. So, jetzt genug der Theorie. Jetzt richten wir noch die Aufmerksamkeit auf unsere Zirbeldrüse. Das machen wir jetzt gemeinsam. Und dazu schließen wir die Augen, nehmen wieder eine bequeme Sitzhaltung ein. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Die Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Die Hände legst du mit den Handflächen nach oben, auf die Oberschenkel, so wie um alles Gute aufzufangen. Und dann lade ich dich wieder ein, so zwei, drei tiefe Ausatmungszüge zu machen durch den Mund, dich leer zu machen, dich in deinen Körper sinken zu lassen, die Schultern sinken zu lassen. Wunderbar. Und so wieder ganz im Hier und im Jetzt, in diesem Raum, in dem du dich befindest und auch energetisch gesehen in unserem gemeinsamen Raum hier ankommen. Nimm die Sitzfläche wahr, die dich trägt. Lass dich bewusst tragen von der Sitzfläche und nimm mal wahr, wie gut es tut, jetzt einfach nur da zu sein, dir zu erlauben, jetzt einfach nur da zu sein. Wunderbar. Komm so ganz im Hier und im Jetzt an und sei jetzt ganz präsent. Treff einfach mal die Entscheidung, jetzt ganz präsent zu sein. Lass den Atemstrom dann über deine Nase ein- und ausströmen und beobachte mal für einen Moment, wie dein Atemstrom ganz natürlich über deine Nase ein- und ausströmt. Beobachte mal ganz neugierig jeweils der natürliche Moment, der zu dir kommt, des Ein- und des Ausatmens. Wunderbar. Und richte dann die Aufmerksamkeit auf dein drittes Auge, dein Stirnchakra, deine Zirbeldrüse. Sie befindet sich zwischen den Augenbrauen. Um diese Wahrnehmung, die Aufmerksamkeit in der Richtung zu verstärken, kannst du gerne so
Ja, deinen Kopf mit geschlossenen Augen ein bisschen Richtung Himmel richten, also nach oben richten. Auch deine Augen so ein bisschen in die Richtung mit geschlossenen Augen nach oben richten, auf diesen Punkt in der Mitte deiner Augenbrauen. Und dann lade ich dich ein, dir einfach vorzustellen, wie dein Atemstrom jetzt über diesen Bereich ein- und ausströmt. Einfach vorstellen, wie es wäre, wenn dein Atemstrom über diesen Bereich ein- und ausströmt. Mach das in deinem eigenen Rhythmus einige Male. Wunderbar. Und dann verstärken wir das Ganze noch, indem wir uns vorstellen, dass wir dunkelblaues Licht, Liebe und Lebensenergie tief und genüsslich über diesen Bereich der Zirbeldrüse einatmen und mit dem Ausatmen, dem dritten Auge, einfach erlauben, sich mehr und mehr zu öffnen. Dunkelblaues Licht, Liebe und Lebensenergie strömen tief und genüsslich. Mach dein Atmen zu einem Genussatmen in deiner Vorstellung über die Zirbeldrüse ein. Und mit dem Ausatmen einfach vorstellen, wie deine Zirbeldrüse, dein drittes Auge mehr und mehr aktiviert werden und sich öffnen dürfen. Vielleicht kannst du es auch wahrnehmen in Form von einem Kribbeln, wenn du nichts wahrnimmst, nicht schlimm, einfach mitmachen, einfach tun. Wenn dein Denker, dein Verstand jetzt so auf die Idee kommt, dir solche Gedanken zu schicken, was machst du hier für einen Blödsinn? Das bringt doch alles nichts oder das hast du doch schon mal gemacht und das hat nichts gebracht. Dann nimm ihn liebevoll wahr und bitte ihn, irgendwo in deiner Nähe jetzt seinen Platz einzunehmen, auf der Couch, auf dem Sessel, auf dem Stuhl. Er darf da sein, aber er darf jetzt einfach beobachten. Ganz und genüsslich strömt über dein drittes Auge dein Atemstrom in Form von dunkelblauem Licht, Liebe und Lebensenergie ein. Mit dem Ausatmen erlaubst du deiner Zirbeldrüse, deinem dritten Auge, sich mehr und mehr zu reinigen, zu öffnen. Mach das einige Male in deinem eigenen Rhythmus. Und ich lade dich auch gleichzeitig dazu ein, mal auf deine Gesichtszüge zu achten. Und gleichzeitig, soweit dir das jetzt gelingt, auch dein Gesicht mal zu entspannen und gerne auch mal ein Lächeln über dein Gesicht huschen zu lassen. Wunderbar machst du das. Und noch ein letztes Mal, ganz tief und genüsslich in deiner Vorstellung über die Zirbeldrüse, über dein drittes Auge ein. Und wieder ausatmen. Und jetzt nimmst du deine Führungshand, den mittleren Finger, legst den auf deine Zirbeldrüse. Und machst kreisende Bewegungen in Richtung deines Herzens und stimulierst und aktivierst so zusätzlich noch deine Zirbeldrüse. Dein drittes Auge. Spür mal hinein, was es mit dir macht. Nimm mal wahr.
Wunderbar. Leg deine Hand dann wieder auf die Oberschenkel, auf deinen Oberschenkel. Lass den Atemstrom jetzt ganz leicht und frei über die Nase wieder ein- und ausströmen. Und verweile mal so einen Moment in dieser angenehmen Energie, die sich gerade ausgebreitet hat. Genieße diese Energie der Ruhe, des Friedens und der Stille. Trotz Außengeräusche umgibt auch Stille dich. Wunderbar. Und dann nimm einen tiefen und genüsslichen Atemzug, beweg dich wieder, die Füße, den Körper, die Arme, die Schultern, der Kopf. Nimm einen weiteren tiefen Atemzug und beim Ausatmen öffnest du deine Augen, bist wieder hellwach, topfit und voll guter Energie. Ja, willkommen zurück. Jetzt darfst du dir auch mal auf die Schulter klopfen und stolz auf dich sein und dich selbst dafür loben, wie toll du das jetzt gemacht hast und dass du jetzt mal deiner Zirbeldrüse, deinem dritten Auge Aufmerksamkeit geschenkt hast und überhaupt, dass du hier bei dieser Challenge dabei bist, dich selbst committed hast, mal jetzt etwas für deine Selbstverwirklichung zu tun, für dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwert, die Selbstliebe, Selbstanerkennung, alles, was mit dem Selbst zu tun hat. Du bist auf einem ganz, ganz großartigen Weg. Großartige Dinge sind schon im Äther, im Universum, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Und hier gehst du ganz, ganz tolle Schritte, um diese Türen zu entdecken und in den nächsten Schritten dann eben natürlich auch zu öffnen und dir den Weg zu öffnen in dein selbstbestimmtes, wunderbares, großartiges Leben. Ich schicke dir eine ganz, ganz herzliche Umarmung. Hab einen wunderbaren Tag noch heute. Genieße den Tag und wir sehen uns morgen nochmal pünktlich um 8 Uhr. Bis dahin. Ciao, ciao.